geht der Mist wieder los. Wirklich schnell, vergiss nicht, den Angriff auszumachen. Nein. Nett von ihm, dass er wieder runterkommt. Yeah, bitte schlafen. Ah, endlich sind wir sicher. Du hast uns gerettet. Ach, ich bin so ein Held. Befreie jetzt die Stadtbewohner aus der Toilette. Hilf uns, lass uns hier raus, es stinkt. Ich kann dir für alles, was du heute getan hast, nicht genug danken, Luchador. Ich fürchte aber um die Sicherheit von El Presidente und seiner Familie. Suche in Santa Lucita nach Hinweisen. Ich glaube, einige der bösen Skelette sind in diese Richtung gegangen. Geh mit Gott, Luchador. Die Welt braucht deine Hilfe. Mir da helfen kann. Dachte sich, was? Prügel? Bin dabei. Ja. Ich glaube diesen Fässern nicht mehr. Ich weiß ganz genau, das ist nur ein getarntes Fass. Schipowald. Au. Guckt man einmal in der Gegend umher? Knochen raus bei sich und würde denen entgegenwerfen. Ich frage mich, wo er die her hat. Ich meine, der braucht man wohl alle, die er noch hat. Au, doch passiert, ach. Wer bin ich denn, dass du mich hier einfach so mit Knochen abwerfen kannst? Ich bin der Hund. Stehen, Luchador. Befehl von Carlos Calaca. Ich warne dich, ein weiterer Schritt und du bist tot. Was? Du möchtest wissen, wer ich bin? Ja, eigentlich würde ich gerne mal wissen, was er sagt, wenn ich Nein sage, aber... Naja. Du scheinst ein ehrenhafter Luchador zu sein, daher werde ich deine Frage beantworten. Mein Name ist Javier Javier. Ich war einst menschlich, wie du. In meiner Jugend lebte und trainierte ich hier an diesen Wäldern. Ich wurde zu einem mystischen Krieger, der edlen Königin dient und große Armeen zu mir führt. Doch das ist lange her, nun diene ich Calaca. Die letzten Tage der Erde stehen bevor. Ich schlage vor, dass du nach Hause zurückkehrst und die Tage mit denen verbringst, die du liebst. Ja, geht ja nicht, wie. Ist ja weg, die Olle, ne? So ein Sturkopf. Luchador, du hast die Kirche gerettet. Eine bewundernswerte und heldenhafte Tat. Deine Reise endet jedoch hier. Es schmerzt mich, einen Krieger wie dich so unfeierlich abzufertigen. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Au.
Au. Ja, beim nächsten Mal sag ich nein. So einfach ist es. Ist noch die Karte, ich soll da. Au. Wie peinlich. Oh, komm schon. War da jemand? Ach so, das Huhn. Hey Kumpel, verwende L und Lüchten. Ja, ja, schon. Ja, auf schwer ist schon bis jetzt noch nicht viel von zu merken, ne? Ich habe ja noch nicht gegen viele Leute kämpfen müssen. Also von daher noch nicht sehr viel anders. Na, ich denke mal, ha, wird noch öfter kommen. So. Ja, so viel zum Thema schwer. Das hat keiner gesehen. Alle machen die Augen zu. Soll ich denn da hochkommen? Ja, also, was mir jetzt auffällt im Schwermodus, dass ich glaube, die gelben Gegner, die kamen, glaube ich, erst später. Na super. War hier irgendwo ein Speicherpunkt? Ah, weit, weit weg, ne? Also, die gelben Gegner sind natürlich schon fies, vor allen Dingen jetzt mit so wenig Lebensenergie los. Ja. Nein, schwer ist kein Thema. Nein. Also mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie schwerer ist oder so. Nein. Nein, kein Problem. Ach, ich... Oh Mensch, das. Kann doch nicht wahr sein. Rollenblase. Ist das Mühe? Soll ich denn die zweite Runde überleben? Menno! Peinlich. Ja. Moment. Jetzt hier auch noch wieder sterbender Schwan spielen. Hier war doch irgendwo war doch hier ein Speicher. Ach ja, da. Ich kann mir noch gar nichts kaufen. Das ist ja jetzt noch peinlicher. Ich dachte, ich könnte mir ein Kitzel Gesundheit kaufen. Menno. Auch noch. Ich bin ja schon halb tot, bevor ich überhaupt da bin.
Wie unfair. Jetzt ein Schlag von dem Gelben und ich bin schon wieder hin. Och, Junge. Sonst nichts ist. Nein. Okay, ich habe gerade gehört, ich kriege jetzt Hilfe. Ja. Ich wurde gerade gefragt, ist es denn jetzt viel schwerer? Nein, nein. Ich bin ja jetzt nur schon 97 Mal gestorben hier beim ersten Arena-Kampf. Willst du mitmachen? Ja. So, jetzt aber. Vielen Dank. Der Gelbe ist eine Plage hier. Die waren dann noch damals noch nicht, ne? Im normalen Modus damals, meine ich. Ja. Versuch dich mal dran. Fast noch 7 Sekunden. Das wird gleich noch mal doppelt so hart. Naja, noch gar keine Kräfte. Schnapp dir am besten den Gelben. So. Schnauze. Vielen Dank. Jo. Ja. Geht schon wieder los. Ja, ich hole dich dann am nächsten Speicherpunkt ab. Oder? Was, du verrückter Luchador? Warum zerstörst du meine Shuzu-Statue? Ei, Karamba, Mann. Ich hab doch nur 15 Stück davon. Typisch Luchador, zuerst zuschlagen und niemals Fragen stellen. Schau, ich bin der große Huai Shifu, Fürst der aller Ziegenmenschen, außergewöhnlicher Kriegsausbilder und König der bockbeinigen Strafen. Nun, bevor wir beginnen, sag mir, ist seine Mutter Single? Hat sie einen Kerl? Steht sie auf böse Jungs? Okay. Erklär mir, wie du hierher gelangt bist und halte dich nicht zu kurz. Insbesondere nicht darüber, wie du zu deiner Maske gekommen bist.